Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Präsidentin, die Bundesregierung möchte also weiterhin an dem Anti-ESK-Koalitionseinsatz teilnehmen. Ein Einsatz, der in unseren Augen nicht nur politisch, sondern auch rechtlich höchst fragwürdig ist und war. Wie sieht die politische Situation im Irak aus? Sie wurde gerade beschrieben. Etwas wurde vergessen. Die Bundeswehr bildet also irakische Kräfte aus, kurdische Kräfte aus. Es gab letzten Winter massive soziale Proteste. Die wurden durch die Sicherheitskräfte niedergeschlagen mit etwa 500 Toten. Es gab daraufhin eine bescheidene Reaktion des Auswärtigen Amtes, eine Pressemitteilung, in der die irakische Regierung deswegen kritisiert wurde und Aufklärung eingefordert wurde. 10 Monate später wird im Rahmen dieses Antrages erneut Aufklärung eingefordert. Mit anderen Worten, in den 10 Monaten ist nichts passiert. Es handelt sich bei der Bundesregierung lediglich um Appelle, wachsweiche Appelle an die irakische Regierung. Es gab auch keine Hinweise, ob die Streitkräfte oder die Sicherheitskräfte, die an dieser Niederschlagung beteiligt waren, von der NATO oder von der Bundeswehr ausgebildet worden sind. Auch Fehlanzeige, nichts davon im Antragstext. Das fällt halt alles unter den Begriff Kollateralschäden im Kampf um Einflusszonen. Irakische Demonstranten sind halt keine weißrussischen Demonstranten, so muss man das festhalten. Kommen wir zu Syrien. Auch hier handelt es sich um ein völkerrechtswidriges, ja geradezu rechtsnihilistisches Verhalten der Anti-ES-Koalition, nämlich die Verneinung der syrischen Souveränität. Da die Regierung im Auge des Westens eben nicht legitim an der Macht sei, spricht man Syrien die Souveränität ab. Das zieht sich auch konsequent im Mandatstext durch. Es gibt kein Wort zu dem rechtswidrigen Eroberungskrieg der Türkei in Nordsyrien, ein Okkupationskrieg, eventuell sogar eine Annexion nordsyrischer Gebiete. Einhergeht mit etlichen Säuberungen der dortigen Bevölkerung. Kein Wort dazu im Antragstext. Kein Wort zur rechtswidrigen Besetzung ostsyrischer Gebiete durch die USA und die ölreichen Gebiete. Nichts dazu im Text. Stattdessen ein lautes Schweigen der Bundesregierung oder die abenteuerlichsten Rechtsinterpretationen, worum das doch irgendwie noch in Ordnung geht. Auch hier muss man festhalten, es handelt sich um Kollateralschäden im vom Trump ausgerufenen und von der Bundesregierung mitgetragenen Kampf der Großmächte. Wo gehobelt wird, fallen halt auch Späne. Sehr geehrte Damen und Herren, wer den Zustand in Syrien ernsthaft beklagt und vor allem moralisch beklagt, muss eben auch die Unterstützung für die Islamisten beenden. Und muss die unilateralen EU-Sanktionen aufheben. Alles andere ist nämlich Scheinmoral, ein in Deutschland zumindest weit verbreitetes Phänomen, auch in diesem Haus, die Scheinmoral. EU-Sanktionen verhindern nämlich den wirtschaftlichen Wiederaufbau Syriens und sind mitursächlich dafür, dass viele Menschen aus Syrien flüchten, auch nach Europa. Daher fordert die Linke die Beendigung der EU-Sanktionen und den Abzug aller militärischen Präsenzen aus Syrien. Vielen Dank. Die Zeit für die 2 namentlichen Abstimmungen ist abgelaufen. Ist noch ein Mitglied des Hauses?